Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Im Laufe der Jahre wurde dieses Sprichwort hier in Interlagos ziemlich häufig demonstriert. Erinnern Sie sich an Senna, der mit einem fehlerhaften Getriebe um den Sieg kämpfte. Oder an die Jahre von 2005 bis 2009, wo hier fünfmal die Weltmeisterschaft entschieden wurde. Jedes Jahr sind die Tribünen mit brasilianischen Fans gefüllt und auch dieses Jahr wird sich das bestimmt nicht ändern. Interlagos, immer ein sehr besonderes Rennen hier in Brasilien. Die Rennstrecke ist 4,35 Kilometer lang, 9 Links- und 6 Rechtskurven. Wir kommen also insgesamt auf 15 Kurven. Bei einem nassen Tag wie heute ist für die Fahrer eine gute Haftung und eine gute Sicht das A und O. Die wichtigste Passage wird wie immer der dritte Sektor sein. Da geht es lange, lange Vollgas bergauf. Es folgt eine Bodenwelle und das Anbremsen und Eintauchen in das Zennais. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Reden wir über Richter. Wie so oft geht es natürlich um Zuverlässigkeit. Und ja, in der Tat werden Sie heute von einer sehr ungünstigen Position aus starten, da Sie einige Triebwerkskomponenten ausgetauscht haben. Das wird heute alles andere als leicht für Sie. Jeder muss während seiner Karriere mal mit Strafen und Zuverlässigkeitsproblemen zurechtkommen. Und dann musst du einfach in die Hände spucken und irgendwie dadurch. Heute geht es nicht darum, ein Wunder zu erwirken und den Wagen dort zu positionieren, wo er eigentlich sein sollte. Es geht vielmehr um Schadensbegrenzung. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Pierre Gasly steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Weber, Nico Hülkenberg und Bottas. Perez, Leclerc, Vettel, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Romain Grosjean, Magnussen, Butler, Carlos Sainz Jr. und Stroll. Ricardo, Albon, Kimi Räikkönen und George Russell, Norris und Richter. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Keep your eyes open on the run to turn one and keep it clean. We want to come out in one piece. Nee, das wollen wir nicht. Und damit herzlich willkommen zum Rennen. Los geht's. Seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on a full start. We don't want to bog down. So, mal gucken, was drin ist. Wie weit kommen wir nach vorne? Das ist die große Frage. Wie weit geht's heute nach vorne? Das kann natürlich passieren. Das wäre jetzt. Zehn Minuten Regen, das sind so. Ja, 6-7 Runden. Das könnte tatsächlich reichen, dass wir noch trockenes Rennen kriegen. Und dann könnte das vielleicht nochmal ein bisschen nach vorne gehen. Könnte. Könnte. So. Auf. Renn Nummer 20.
Dreimal hintereinander und nebeneinander direkt. Ja, genau, so kann man es auch machen. Dann haut man die Leute einfach weg. So, ein bisschen besser durchgekommen jetzt. Okay, 17. So, schon vorbei am... der kommt da doch nochmal. Doch, jetzt. 16. Vier Autos schon überholt in der ersten Runde. Der nächste wäre der Teamkollege. Immer leichte Quersteher drin, natürlich klar. Aber wenn das trockener wird, dann könnte das Sit greifen. Und weit sind wir nicht mal bei den Punkten weg. Die Gruppe hier und dann haben wir's. So, jetzt hängen wir uns mal an den Teamkollegen dran. So, vielleicht müssen wir Glück haben, da durchzukommen. Hallo, machst du mir mal Platz, Kollege? Ein bisschen weit rausgerutscht. Aber muss jetzt beide Autos nicht wegschießen. Haben ihn. 15. Eieiei. Schon wieder. Das wären so die Hälfte des Rennens und dann könnten wir auf Trockenreifen durchfahren. Auf Rot. Da sind wir schon. So, mal gucken, ob wir die drei da vorne überholt haben. Sind wir zumindest 11 da schon mal. Die fighten halt nämlich auch gerade. 11, 12, 13. Nee. Da kommen wir nicht ran. Da kommen wir nicht so vorbei.
Man könnte schneller, man kommt aber nicht vorbei. So, mal kurz den Alpha ein bisschen beruschen hier. Hab ihn. Weißt du ganz gar nicht auch schon. 14. So, den Alpha und den Williams da vorne, den Williams und den Torres da vorne, die müssen wir noch kassieren, die zwei. Dann sind wir schon mal auf 12. Aber die Lücke davor ist schon was größer geworden. Komm, lass dich mal vorbei hier. Ich wieder an der letzten Kurve. Bin jetzt ein bisschen dran an denen. Und dann muss ich die Lücke da vorne zufahren. Schaffe ich nicht. Machen wir es so. Und das war zu offensichtlich und zu schnell. Scheiße. Ah, da wollte ich zu viel. Probier's mal. Komm, das kann man ruhig trocken werden jetzt. Komm ich da jetzt mit? Vielleicht gerade sie beide kassieren in der ersten Kurve. Oh, Alter. Wo brennst du denn da zu früh? Aber hab sie. Direkt beide kassiert. Zwölfter. So, noch zwei Autos und einfach wenigstens Punkte. Aber das Thema Konstrukteur ist durch, wenn ich ehrlich bin. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Und die Lücke wird schon größer da vorne. Nach hinten. 4-4 war der letzte Abstand, glaube ich. Ja, es hat sich nicht viel geändert. Wunderzell. Ja, die Hoffnung ist noch, wenn es trocken wird. Ich habe nichts zu verlieren, also was soll ich machen? So, sind gleich Richtung Punkte dran. Das kleine Grüppchen hier vorne, die Zweier. Und dann hätten wir einen Punkt zumindest. Eine Sekunde schneller jetzt in der Runde.
Die zwei Extreme-Kollegen da vorne sind sich am Bekämpfen. Das sollen sie ruhig mal weitermachen, um so einfach mit zu uns ranzukommen. ...3,1 Sekunden nur noch. Und dann hätten wir sie. Noch 10 Runden. Das kann ich auch mal aufhören zu regeln, das wäre super. Das wäre super. Das ist eine gute Information. Strecke könnte trocken werden. Wir könnten gleich auf trocken gehen. DRS ist aktiviert. Dann fahren wir jetzt auch die eine Runde und dann können wir tatsächlich auf trocken gehen. Nur 2,4 nur noch. Aber vielleicht Medium die bessere Wahl wäre. Ja, ihr sagt doch, keine Reifen wechseln, das ist gut. Und so länger ich mit den Inters fahren kann, umso besser ist es, vielleicht am Ende doch auf Rot zu gehen. Die kommen nämlich jetzt. Jetzt schon auf Soft, sagt er. Die Frage ist auch, was die anderen machen. Nee, ob sie reingehen oder nicht. Gehen sie rein, dann sind sie raus. Hm. Die Jungs gehen rein, also gehe ich hinterher. Der auf Rot. Ja, machen sie alle. Carlos is in for his stop. Wofür will der mit dem Flügel wechseln? What the fuck? Komm, gib Gas. Gut, den habe ich jetzt wieder weg. Da bin ich wieder den Jungs, wo ich auch war eben. So, jetzt versuchen wir es. Ich will doch einen Flügel gleich angehauen eben in der Aktion. Ja, ich war 12. Schwarz-Wilfter. Vor den Stops. Naja, die Frage ist, ob da vorne noch nicht einer irgendwie noch in der Box war. Oder ob es alle drin waren schon. Müssen wir wieder rankämpfen und 8 Runden noch. Okay, es waren noch nicht alle drin. Das war die Antwort. Deswegen hänge ich momentan noch nur. Positionstechnisch hat sich nichts getan, aber. Abstand hier hinten. Der Abstand. Ich muss wieder rankommen, die zwei Jungs da vorne. Falls wir noch einen Punkt mitnehmen wollen. Oder mehr. Ich glaube, wenn es durchgeregnet hätte, dann bei dem
dann haben wir es tatsächlich vielleicht sogar noch geschafft, mehr zu holen. Ich meine, aus der 2 ist jetzt 4 geworden. Also kriegen wir doch noch irgendwie noch was mehr mit. Interessiert mich nicht, was hinter mir passiert. Mir interessiert gerade, was vor mir ist. Und es sind immer noch 2 Autos vor mir, vor den Punkten. So, jetzt sind wir halbwegs dran. So, feststellen, damit ich da vorbeikomme. Bestzeit. Schnellste Runde. Jetzt brauche ich noch 2 Autos, dann hätte ich 2 Punkte. Vergiss es. Die Lücke lässt. Ah, da wurde ich zu viel. Scheiße. Gut gekontert, Kollege. Gut gekontert. Da war ich zu schnell. Scheiße. Hat er gar nicht genug. So schlecht gemacht, die Aktion. Er will nicht, ne? Er will mich nicht vorbeilassen. Warum auch nicht? Würde ich auch nicht wollen. Nur bin ich jetzt in meiner Ecke näher dran als eben. Oder wir machen einfach die gleiche Variante, die wir vorher schon gemacht haben. Oder versuchen sie jetzt mit dem Ausbeschleunigen. Weil das ist ein Mercedes-Motor da drin. Scheiße, ich hab mich doch am Sack. Du probierst es schon wieder, ne? Jetzt hab ich dich aber. Ah, doch nicht. Leck mich doch. Vergiss es jetzt. Jetzt hab ich dich. Ach, hau ab, Mann. Geh mir doch auf eine Nüsse da mit deinen scheiß Aktionen. Also, was ist das nochmal? So, weg. Ab. Hau ab. Mein Platz. So, ein Auto noch. Das hat sich jetzt Zeit gekostet. Na ja, Gott, wir haben uns auf jeden Fall hier entschieden. Das wird nicht mehr reichen. Wir kriegen maximal noch einen Punkt. Ein Auto will ich noch kriegen. Da vor mir. Ein Punkt noch. Wenigstens. Sollte in 3 Runden doch machbar sein. Oder vielleicht mehr. Vielleicht 2 da vorne noch. Der Ferrari und den Renault. Aber das wird schwierig werden.
ein bisschen Reifen, Benzin, schon. Besser Mittelsektor. So, und jetzt hole ich mir das Auto da vorne und fuhr mir den Punkt zumindest. So, die andere Variante spitzt du mir diesmal nicht aus wie der Kollege da vorne. Diesmal lasse ich mich nicht so an die Wand drücken. So, und ich spiele das Spielchen mit. Ah, du. Komm. Leck mich doch am Sack. Das kann nicht sein, dass ich mich jetzt von dem Haas aufhängen lasse. Boah, Alter. Willst du mich verarschen? So, jetzt spiel mal Spielchen. Jetzt bin ich aber sauber irgendwann. Jetzt hole ich mir die Kurve mit dem Platz. Ja, ja. Leck mich doch mit der Chanceverwarnung. Und die zwei angeln ich mir da vorne auch noch. Das ist der Fahrer des Tages, aber wir auch nicht. Gap to car in front is 2.5 seconds. Oh, erste Auto raus, wir sind Neunter. Gelb. Caution. Ja, der steht hier oben. P9. 11 Plätze. So, jetzt will ich aber mehr. Komm, Platz 7 noch hier drin. Sollte aber ich mich weiter bekämpfen. Bekämpft euch da vorne jetzt weiter. Ich versuche euch beide noch zu kassieren. Letzte Runde. This is your final lap of the race. Ein bisschen müssen wir noch sparen. Vielleicht schaffen wir es doch irgendwie noch, wenn die sich da unten einig werden. Auf der langen Geraden oder so. Jetzt muss ich aber jetzt mal rankommen. So, jetzt bin ich zumindest im Renault dran. Wow, ein Renault gewinnt das Rennen. Und der andere Renault wird vielleicht sogar noch noch verdrängt. Aber der hat jedenfalls DRS. DRS reicht nicht. Scheiße. Es wird Neunter. Ja, wird's nicht. Immerhin drei Punkte. Leistung, die Renault heute den Sieg eingebracht. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Es ist eine etwas langweilige Antwort, aber die Wahrheit ist, dass sie einfach das bessere Tempo an diesem Tag hatten und einen Fahrer, der weiß, wie man das ausnutzt. Es spielt keine Rolle, wie lange du über Statistiken brütest und Strategien planst, wenn du das Tempo nicht halten kannst. Unsere Gewinner heute haben gezeigt, dass sie beides konnten. 11 Plätze haben wir gut gemacht im Ende.
Hier kommen die heutigen Sieger und das war wirklich ein tolles Rennen. Erfolg in der Formel 1 ist für dieses Team zwar nichts Neues mehr, aber sie kriegen nie genug davon. Gratulation an das gesamte Team von Renault für diesen großartigen Sieg. Scheiße. Hätte ich auch gerne nicht schon. Ja, dann haben wir dieses Thema auch gegessen, was die Konstrukteurswerden betrifft. Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Richter. Das war eine Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Sie haben 22 Punkte gut gemacht, damit ist das Thema eh gegessen. 40, ein bisschen Doppelausfall und wir müssen das Ding mit dem Doppelsieg beenden. Damit ist das Thema eh gegessen. Das wird nicht passieren. Schade. Naja. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Gemischt. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? Klar. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Sagen wir so. Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Was? Keine Ahnung. Das war ein gutes Rennen für Lucas. Sind Sie erfreut, dass er so gut ist? Ja. Danke für den Kommentar. Naja, mal gucken. So. Gut. Das nächste Wochenende ist das letzte, dann geht's nach Abu Dhabi. Und dann verabschiede ich mich jetzt hier aus Brasilien.